Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Dezember 2012 hat die Fraunhofer Gesellschaft ihr Dresdner Nanoc Elektronikzentrum als selbstständige Einrichtung aufgelöst. Das Zentrum wurde heruntergestuft zu einer Abteilung des IPMS und inhaltlich neu ausgerichtet. Das war ein schwarzer Tag für Sachsen. Umso erfreulicher ist die Gründung des Nationalen Leistungszentrums Funktionsintegration für die Mikro-Nano-Elektronik in Dresden und Chemnitz. Es wird sich auf Elektroniktechnologie stützen, die einen raschen Praxiseinsatz verspricht. Nämlich auf Computerchips mit organischen Komponenten. Sie besitzen Stromsparschaltkreise, die ihren Energiebedarf wie ein Mikroheizkraftwerk selbst decken, oder neuartige Diagnostiksysteme für die Medizin und handliche Lebens- und Arzneimittelscanner. Durch die Bündelung von sächsischer Chipforschung und Chipproduktion in einem Entwicklungs- und Transferzentrum baut die Fraunhofer Gesellschaft in Dresden und Chemnitz ein technologisches Hochplateau, das letztlich auch zu Wettbewerbsvorteilen für die deutsche Industrie insgesamt führen wird. Es verdient jede Unterstützung, wenn Ingenieure innovative Nanoelektronik für den raschen Industrieeinsatz entwickeln. Die Mikroelektronik ist für Sachsen eine Multiplikatorindustrie. Auf jeden Beschäftigten in der Halbleiterindustrie kommen statistisch gesehen 1,8 Arbeitsplätze in der Region, bei Dienstleistern und Zulieferern. An jedem Euro, den die Mikroelektronikbranche im Freistaat verdient, hängen 2 weitere Euro Umsatz bei Partnern. Bereits heute steht Sachsen an der Spitze der Halbleiter- und Chipentwicklung in Europa. Vor dem Hintergrund der Computerspionageaffären im Bundeskanzleramt und Bundestag in den letzten Wochen sollte sich die sächsische Halbleiterindustrie überlegen, ob sie sich nicht breiter aufstellt. Hier könnten sich neue und global gefragte Geschäftsfelder ergeben. Wir haben gelernt, dass Chipsätze kompromittiert bzw. manipuliert werden können. Dies passiert heimlich und bleibt unentdeckt. Das Computersystem des Bundestages ist dafür ein hässliches Beispiel. Eine Folge solcher Manipulationen kann sein, dass alle Tastaturanschläge eines Computers direkt ohne Umwege über das Betriebssystem an die Netzwerkkarte weitergeleitet werden. Die Verschlüsselung von Daten und E-Mails kann davor nicht schützen. Leider haben sich alle deutschen Chiphersteller aus der Entwicklung und Produktion im Bereich der Kommunikation verabschiedet. Letztes Beispiel ist der vollständige Verkauf von Nokia Siemens Network an Nokia. Infineon beschäftigt sich hauptsächlich heute mit den Sektoren Energie und Automobil. Alle relevante Hardware in diesem Bereich führen wir heute aus dem Ausland ein. Intel, USA, AMD, USA, Huawei, China, Cisco, USA, Nokia, Finnland, Alcatel, Lucent, Frankreich, USA. Die Staatsregierung sollte darüber nachdenken, ob die sächsische Vorreiterstellung in der Chipproduktion nicht die perfekte Grundlage ist, einen neuen Markt zu erschließen, sichere Hardware, mit offenen und nachvollziehbaren Quellcodes. Entsprechende Marktmodelle gibt es bereits. Der Bedarf weltweit an sicherer Hardware ist vorhanden. In kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ihre Innovation schützen möchten. In großen Konzernen, Behörden, Regierung und NGOs. Eine Finanzierung über Leasing- und Lizenzverträge wäre eine gute Idee. Die Beihilfevorschriften der EU setzen einer Förderung allerdings Grenzen. Als schmerzliches Beispiel verweise ich auf die Tatsache, dass AMD sein Forschungszentrum im Staate New York und gerade nicht in Dresden gebaut hat. Die Förderrichtlinien der EU haben den Standort Deutschland verhindert. Die Interventionen der Bundesregierung haben daran nichts geändert. Das neue Institut der Fraunhofer Gesellschaft, über das wir hier sprechen, ist ein Ergebnis der Vorgängerregierung. Eine Strategie des Wirtschaftsministeriums fehlt bisher. Wir sind gespannt auf die Konzepte. Vielen Dank.